Frau Asper, wie sieht's momentan aus bei euch in Südtirol? Ja, bei uns ist alles geöffnet. Wir freuen uns sehr darüber, nachdem wir ja auch 20 Wochen im letzten Jahr im Lockdown waren. Wie gesagt, mein Wirtshaus im Mittags- und Abendsbetrieb, allerdings ab 10 Uhr muss geschlossen sein. Ja, und dürfen die Leute auch reingehen und drinnen etwas essen? In Österreich darf man nur Takeaway, also nur Sachen abholen von der Gastronomiebetrieben und das auch nur bis 19 Uhr. Wie ist es bei Ihnen? Nein, bei uns ist es ganz normal auf Vorreservierung. Also wir machen eine Tischreservierung. Dann wird der Gast der Tisch zugewiesen. Der kann sich hinsetzen und nimmt seine Mahlzeit ein wie gewohnt. Überhaupt kein Problem. Allerdings an der Theke ist die Konsumation verboten. Ich war zuerst drinnen und habe einen Kaffee getrunken, einen guten italienischen Espresso. Und da habe ich gesehen, die Leute sitzen ohne Masken da drinnen, so wie wir es auch vor dem Lockdown in Österreich gehabt haben. Ist das so erlaubt? Ja, selbstverständlich. Die Tische müssen natürlich einen gewissen Abstand haben. Das halten wir auch restriktiv ein. Zum Glück habe ich Platz genug, um auch entsprechend genügend Gäste bewirten zu können. Und natürlich, wenn sich der Gast dann hinsetzt an seinen Platz, darf er die Maske ablegen. Sie haben auch ein Hotel. Wie sieht es in der Hotellerie aus mit den Gästen momentan? Es wird sicherlich schwierig, weil ja keine Gäste aus dem Ausland kommen. Oder ist das anders? Wir arbeiten momentan mit Geschäftskunden aus Italien oder auch aus dem Ausland. Geschäftlich darf ja gereist werden. Natürlich für ein reines Touristenhotel ist es sehr schwierig momentan. Jetzt in der Stadt zum Glück arbeiten wir auch mit den Businesskunden. Und das ist unser großer Vorteil. Allerdings ausgebucht sind wir nicht. Danke vielmals. Ja, wie gesagt, in Südtirol, so wie es ausschaut, funktioniert es. Kanzler Kurz hat sich da leider Gottes getäuscht. Es gibt keinen kompletten Lockdown hier im Südtirol, im Oberitalien. Man muss sich jetzt das anschauen, wie es weitergeht. Aber momentan sinken die Zahlen hier und das wäre sicherlich eine Alternative auch für Österreich.